Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Dark Souls, Ariandel, DLC, Gedönse und so weiter. Ziehen wir einfach mal am Hebel und gucken mal, was passiert. Ach, dafür brauchte ich den Schlüssel? Really? Ja, das war mir schon fast klar. Ah, okay, das war mir nicht klar. Ich hätte gedacht, eins der hier Regale geht zur Seite oder so. Cool. Sieht aus, wenn die Bücher da durchgeklippt, aber das sieht zu gut gemacht aus, als dass das wirklich durchgeklippt ist. Das sieht zu gewollt aus. Oh, da sitzt wieder einer. Der sieht aber freundlich aus. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Bist du Elfriede oder Frieda oder Uncle Gale spoke. Frittchen? The one to show me flame. Ja, du bist Frittchen. Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. Tis good. The door is. Ich habe ihr die Tür geöffnet. Ich finde, das ist keine gute Idee, dass ich ihr die Tür geöffnet habe und keine gute Sache. Hundertprozentig. Ist das absolut das Schlimmste, was ich hätte tun können. Because it always is. Und da ist ein Leuchtfeuer. Ich will zu dem Leuchtfeuer. Lass mich bitte zu dem Leuchtfeuer. I'm done here. Da war ich doch die ganze Zeit, ne? Okay. Ich weiß, ihr sieht zu sehr wie in diesem zweiten Gebiet aus, wisst ihr? Hier in dem Spiel. Gefällt mir nicht. Zu verwittert, zu verwest und kaputt und bäh. Na. Oh, hier gibt es auch noch einen Aufzug. Okay, den ich aber noch nicht aktivieren kann. Den muss ich dann von. Das wird wahrscheinlich wieder ein Rückweg oder irgendwie sowas. Ja, toll, das Leuchtfeuer kann ich auch nicht aktivieren. Wo kann ich jetzt hin? Ich kann nirgends hin. Hä? Really? Das ist ein Dead End? Ach nee, hier. Ah, okay, hier geht's lang. Ah, und dann komme ich auch zum Leuchtfeuer. Okay, alles cool, alles cool. Sehr gut. Voll unnötig. Hätte man mir auch einfach die Tür öffnen können, oder? Oder mich sie öffnen lassen, weil. Was war das denn jetzt bitte für ein Sinn? Dahinter. Wo war da Sinn, dass ich jetzt da außen rumgehen muss und die Tür öffnen? Außer unnötiger Verwirrung. Die ich definitiv noch gebraucht habe in diesem Spiel. Das ist ja so schon nicht schlimm genug. Ach, ihr Affenbande schon wieder. Ihr, die ihr wandert im Unwissen. Und in der Narretei eures Seins. Oh, sind das viele mal wieder, ne? Ja, geil. Ah, nein, ich will da nicht runter. Ah! Ich wollte eigentlich. Warum darf ich das nicht machen, was ich will? Das da wollte ich machen. Sehr gut. Schön, dass du es immer machst, wenn ich es nicht brauchen kann, Narr. Scheibenkleister. Da kann ich leider nicht hin. Ah, da kann ich auch. Sehr gut. Ich weiß ja noch nicht, wo ich hin soll. Soll ich hier lang oder soll ich da an der anderen Seite lang? Das ist doch gut, wenn du keine Smileys siehst, oder John? Du hast es doch extra rausgestellt. Oh je, dieser Wald jetzt, da war ich mal wieder so orientierungslos. Wow. Ah, das war orientierungslos im Wald, oder wie der Part hieß. Ja, sehr gut. Ja, okay, hier kann ich lang. Das wird optional sein, hier das. Gibt's hier was Feines? Irgendwas? Auch so eine extrem geile Aussicht. Zumindest das haben sie drauf, ne? Game Balancing und sowas, da sollten sie nochmal ein paar Nachhilfestunden nehmen. Die haben sie leider nötig. Kann ich hier nicht rein? Nicht die Stream reinschmeiß-Smileys, die Chat-Smileys meine ich. Ja, es kann sein, dass es ein bisschen buggt. Die Umstellung ist hier noch nicht so gut bekommen momentan. Von Trashcast.
Wirklich, warum kann ich hier aufs Dach, wenn hier gar nichts ist? Ich meine, es ist schön, wie gesagt. Man muss auch mal wohin können, wo nichts ist, aber... das hier ist jetzt gerade ein bisschen extrem sinnlos. Naja. Ach, wegen Darkstyle sind die fast unsichtbar. Really? Das ist komisch. Aber da muss der da auch was beeinflusst haben. Und ich dachte, ich könnte es vermeiden, getroffen zu werden. Ja, hast gesehen, ne? Läuft. Okay, ich will was trinken. Ich hasse diese Feuerspucker, ne? Die sind voll doof. Man kann es halt nicht blocken. Man kann halt nichts gegen tun. Die können machen, was sie wollen mit dir. Immer ein bisschen scheiße in so einem Spiel. Wenn man in der Situation, gebracht wird vom Spiel. Okay, hier kann ich auch nichts machen. Super, dankeschön. Den Wald habe ich nur noch grob im Kopf. Meine, der war nicht angenehm an manchen Stellen. Die sind alle nicht, hier ist alles nicht angenehm. Ich würde gerne mal eine angenehme Stelle hier sehen, Leute. Bis jetzt habe ich noch keine gefunden in diesem DLC. Oh nein, da kommen schon wieder mehr von dieser Leuchterbande. Ich habe noch keine einzige angenehme Stelle hier gefunden. Oh ja, doppelten. Den doppelten habe ich jetzt gebraucht, ey. Leider keinen doppelten Whisky. Ja, den habe ich gefressen, weil ich es musste. Dann war er wenigstens weg. Warum? Warum schlägt er jetzt nicht nochmal mit der Faust rein, um den von hinten abzustechen? Das hat er doch sonst immer gemacht. Haben sie es weggepatcht? Ich meine, ich fände es gut. Dann wäre es nicht mehr so doof und so unnütz. Na, jetzt rufst du doch nicht alle hier hin, Mensch. Ich habe doch gerade hier eine ordentlich angenehme Route, ja? Titanitscherbe, kein Brocken. Kein Brocken. Ich krieg niemals Brocken. Au, was? Ich hab geblockt. Ich hatte gerade die ganze Zeit den verdammten Schild oben. Ich hab da weder mit noch ohne Adblocker Smiley und weder im noch außerhalb des Theatermodus. Strange. Ja, das mit der Faust war in Dark Souls 2, nicht in 3. Nein, in 3 war das doch, oder? Ehrlich? War das nur in 2? Dann war das wohl das letzte, was ich gespielt habe, Dark Souls 2 mit dem Paint. Und daher hatte ich das jetzt so in Erinnerung. Could be. Could be. Vielleicht mal Cookies und Cash löschen. Ja, das wäre eine gute Methode, Shiro. Was? Hinter mir? Wo? Ich sehe nichts. Ah, toll. Ja, ich sehe dich aber. Ah, ich habe den Schild oben und es interessiert ihn einen Scheißdreck. Du mich auch, Spiel. Ja, komm, beim Trinken nochmal einen Rücken, du Assi, ey. Was ist das denn für eine dreckige Tour, mal ganz ehrlich? Da oben ist auch noch einer. Was soll denn das? Da ist noch eine Glocke. Sehr schön. Ich gebe euch gleich auch mal allein auf die Glocke. Ja, ich kann verstehen, wie man hier die Orientierung verlieren kann. Das Schlimme ist aber nicht die Orientierung, sondern die Assis, die hier rumlaufen. Ja, mit dem da auch noch. Die Assis finde ich weit schlimmer als die Orientierung. Ja, ey, jetzt trifft mich noch, ne? Alter! Guck mal, der dreht sich einfach um, wenn ich es nicht sage. Einfach so, weil er Fun hat. Weil er lustig ist. Ja, du bist ein toller Geselle. Vor allem bist du toll, wenn du stirbst. Ich weiß noch nicht, ob ich den DLC gut finde. Bisher eher so meh. Oh ja, yeah, Titanitbrocken, finally! Jetzt brauche ich nur noch 4 Stück. Yay! Alle so, yay! Nee. Braucht keiner yay. Aber ich wollte die Glocke läuten. Und alle auf mich ziehen, dann wäre ich wenigstens glücklich gestorben. Weil ich habe eine Glocke bimmeln können. Okay. Ich wette, hier kommt noch einer um die Ecke dabei. Ich habe eigentlich nur 2-mal gedrückt, aber cool. Auch so gut. Wenn ich alle Gegner beseitigt habe, dann ist es mit der Orientierung kein Problem. Aber so lange kann ich mich nicht darauf konzentrieren, wo ich hinlaufe. Ich laufe nur von Gegner zu Gegner. Yay, Chaoskater, yay. Meh, muss ich mich ja wieder überall einloggen? Nö, SP
So wichtig sind mir die Dinge jetzt auch nicht, sagt er. Der Shiro. Ja, ist halt ne, immer die Frage. Ich will da rein. Muss ich da hingehen irgendwie? Verrottender Baum? Warte mal. Ja, ich dachte es mir. Das war so mega offensichtlich. Das war jetzt echt mega offensichtlich. Vor allem der einzige Baum, der so perfekt steht, ne? Oh Mann. Gar nicht konstruiert, Leute. Nein, nein, nein. Oh Gott, will ich hier runter? Ah, das ist... Okay, das ist nur hier. Ich dachte, das würde hier runtergehen, nicht hoch. Okay, cool. Damit habe ich einen Shortcut. Zu was auch immer. Ich weiß nämlich nicht, was auf der anderen Seite dieser Brücke ist. Achso, das ist ja nur der normale Wald. Das ist ja schön. Hätte ich den Brunnen, hätte ich den Baumstamm nicht unbedingt gebraucht. Das ist nur noch mal ein extra Shortcut. Gefällt mir. Das ist definitiv was Schönes. Die Shortcuts waren immer das Schönste in Dark Souls, weil du dann nicht mehr Leuchtfeuer brauchtest. Aber man braucht's halt. Man muss das haben. Du musst Shortcuts haben. Das geht sonst gar nicht anders. Dieses Spiel wäre die absolute Pein, wenn du immer wieder vom Anfangsleuchtfeuer auslaufen müsstest. Aber halt mehr Leuchtfeuer zu machen, ist halt auch nicht immer das Richtige. Oh, da ist noch so ein Baumstammbereich. Ah, cool, dann kann man am Ende bis zum Boss durchlaufen. Das ist schön, denn dahin wird er sein. Cool. Das gefällt mir auch sehr. Das habe ich auch sehr vermisst in diesem Spiel. Ganz ehrlich, fand ich richtig dreckig, dass es sowas nicht oft genug gab. Wo man wirklich einfach durchlaufen konnte bis zum Boss, ohne durch 5000 Gegner rennen zu müssen. Das habe ich richtig, richtig vermisst in diesem Spiel. Und ich finde ehrlich, davon hätten sie noch mehr reinbringen müssen, diese Shortcuts, die direkt zum Boss führen. Weil, deswegen hatte ich auch nie einen Bock, den Boss... Oh nein! Deswegen hatte ich nie Bock, einen Boss mehrfach zu machen und ich wette, jetzt bin ich tot, weil ich den Dings nicht mitgenutzt... Oh nein. Ja, I'm dead. Was für eine Arschsache hier. Shiro, ich kann keine Meinung darüber haben, weil ich es nicht gespielt habe. Wenn ich es gespielt habe, kann ich dir mehr dazu sagen. Ich hab's bestellt. Es kommt hoffentlich direkt am 16. an oder am Dienstag, also am Dienstag. Aber vorher kann ich darüber keine Aussagen treffen in irgendeiner Form. Und weil ich mir auch nichts anschaue darüber, weil ich keinen Bock habe, mir was anzuschauen. Das Schlimme ist, jetzt muss ich die ganze Arschprozession hier nochmal machen. Oh ja, wirklich? Wie kann er das bitte blocken? Ja, ich habe direkt auf sein Schild geschlagen. Ich weiß, trotzdem wird er nicht so viel blocken. Da oben kommt er auch noch nicht hin. Ach, ich hätte doch gar nicht hier hochgemusst, ne? Ich kann die doch komplett umgehen hier, die Bande. Ja, warum sollte ich mir was dazu ansehen wollen? Ich freue mich so darauf, das einfach so zu erleben, wie es ist und mir selber eine Meinung zu bilden. Ich mag es nicht mehr, schon Monate vorher was anzusehen darüber. Ich finde das eher ziemlich kacke, dass es überhaupt möglich ist. Ich finde es gut, dass die Leuten vorher Keys geben und sowas. Ich hätte ja auch gern einen. Haha. Aber ich finde, die sollten nicht das Recht haben, irgendetwas darüber zu bringen. Abgesehen von einem relativ kondensierten Review über Technik und Gameplay und sowas, wie sich das anfühlt. Nichts Storymäßiges oder sowas. Bis auf an dem Tag, an dem es rauskommt. Da könnte dann ruhig ein bisschen was kommen. Aber das sollte hochgradig reguliert sein und nicht so doof, wie es jetzt momentan gemacht wird. Ich find's so kacke, dass du schon 2 Wochen vorher das Game eigentlich sehen kannst, komplett auf manchen, über manche Wege. Das finde ich so scheiße. Warum nutzt du nicht den Shortcut? Ich mach doch gerade den Shortcut, Nadinchen, sorry. Ich habe da erst später drüber nachgedacht. Ich habe nur das erste Video von Bruger gesehen, ja, das würde ich mir nicht anschauen. Außerdem war es ein Stream-Video, ne. Gibt Sachen, wozu ich mir keine Streams anschauen würde. Außer ich habe selber schon gespielt, dann maybe. Und ich find's einfach doof, dass die Entwickler sagen, ja, läuft, moin, 15 Wochen vorher hier, ganz halbes Spiel zeigen, moin, geil. Find ich kacke. Absoluten Unsinn, damit schießen sie sich auch selber ins Knie, finde ich. Außerdem verdirbt das einem die Vorfreude. Wenn ich ein neues Game hier kaufe oder sowas, dann will ich Vorfreude haben da drauf. Dann will ich mich
darauf freuen können und will schon ein paar Tage vorher ein bisschen hibbelig sein deswegen und will dann aufgeregt sein, wenn ich's installiere und dann spielen kann und sowas. Sonst macht mir doch das Spiel keinen Spaß mehr. Das ist doch die halbe Freude am Game. Deswegen schaue ich mir darüber überhaupt nichts an, weil ich will nichts wissen. Ich will's reinlegen und will direkt, also die CD per se, ne? Und will direkt mir meine Eindrücke machen können. Und zwar als First Hand, also als einzige Eindrücke, die ich hatte bis dahin. Fand ich auch bei DKS3 so bekloppt, dass es die Streamer und die wichtigen Leute das Game 3 Wochen vorher schon bekommen haben. Ja, ich meine, bekommen könnt es ja gerne 3 Wochen vorher. Könnt ihr ja auch dann den ersten Bild schon mal zocken und vielleicht auch was aufnehmen. Finde ich vollkommen okay. Aber es darf nicht vorher veröffentlicht werden, bis es raus ist, finde ich. Da müsste es eigentlich besser reguliert sein, auch von den Entwicklern her, weil die schießen sich nur damit ins Knie. Weil nach den 3 Wochen, als es dann rauskam, war jedem Dark Souls 3 schon scheißegal, weil die meistens schon kannten. Das war ziemlich doof. Aber selbst 2 bis 3 Tage vorher fände ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Das ist eine ziemlich dreckige Stelle, wenn man da hängen bleibt und dann einfach stirbt. Das finde ich voll gemein. Da haben sie mal wieder super Q&A gemacht, Leute. Da habt ihr schön Geld für die Q&A-Leute rausgehauen. Super geil. Gott, für Dark Souls würde ich kein Q&A machen wollen. Das ist die Hölle. Vor allem warum? Ich meine, übertrieben durchgesponnen. Was, wenn die das voll durchzocken, alle Welt hat sich's angeguckt und dann sagt, ach okay, hab's gesehen, warum jetzt selber kaufen? Ja eben, das ist halt auch noch so ein Ding. Ich meine, Let's Player und sowas und Streamer sorgen dafür, dass die Verkäufe angekurbelt werden generell. Aber die müssen ja nicht direkt alles zeigen können, oder? Ich meine, ich find's dann unsinnig, wenn es so übelst mega stark reguliert ist wie bei Persona. Ich meine, wenn das Game raus ist, soll man doch was davon zeigen können. Egal was es ist, weil, hallo? Bei XCOM gab es ja auch den Bann auf die erste Mission, die Tutorial-Mission. Okay, kannst halt kein Tutorial zeigen, wäre auch nicht so wild. Ja, wobei das auch doof ist, weil die ganze Zeit angesprochen wird, dass der Commander wieder da ist und so ein Kram. Und damit hast du den Spoiler trotzdem, egal was du von dem Game zeigst. Für mich ist das dasselbe, Kater. Weil es heißt doch eigentlich... Nein, es heißt doch eigentlich Quality and Assessment. Oder nicht, Q&A, Quality and Assessment. Ja, es heißt auch Question and Answering, yeah, I know, but still. Warum heißt es, ja, Quality Assurance, aber heißt es nicht auch Quality and Assessment? Ich kenn's nur als Quality and Assessment. Wegen Einschätzung des Standes und sowas, ne? Und bla. Lustig ist, dass sie in vielen Fällen nicht mal alles zeigen dürfen, aber es interessiert sie eben. Ja, eben, das ist ja auch noch das dabei. Ich finde, da soll es auch heftige Strafen hageln, ganz ehrlich, weil das ist Vertragsbruch per se. Das ist ein Vertragsbruch. Quality Assurance, wie dämlich. Ich finde Q&A besser. Quality and Assessment, finde ich eine bessere Sache. Egal. Ich kenne es halt nur als das. Oh, da ist schon wieder so ein Riesenwolf. Aber ich finde das Geheule sehr schön. Ich wünsche nur, es hätte keinen Gameplay-Effekt. Oh, tschüss. Bye, bye, Wolfi. Oh, scheiße, der hat überlebt. Goddammit. Und der andere rutscht da runter. Whee! Oh, komm her. Ach ja, jetzt kommen die anderen auch noch. Ja, geil. Und dann werde ich auch noch tot gestaggert. Ich hasse es. Scheiß Stagger-Kacke. Staggern in Spielen ist Bullshit. Ich will Gegner staggern können, aber die sollen mich nicht staggern können. Wo kommen wir denn da hin? Okay. Habe ich im Zusammenhang mit Game Dev nie gehört bisher. Ich meine, du bist der Fachmann. Ich kenn's halt auch von der Roomba und sowas, auch weil er das gerne mal machen würde. Gerade für Paradox Games, so EU4 oder sowas, wäre er ganz gerne in dem Team mit drin für QA. Aber hey, du bist der Fachmann. Ich kenne mich damit nicht genug aus. Ich habe es halt nur so gehört bisher. War bei Persona 5 nicht sogar direkt löschen des Accounts? Ja, genau. Wenn sie das streamen, also generell, by the way, liegt da die Fackel rum, wo man Feuer spucken kann. Also was die Gegner gemacht haben. Oh, lustig. Nicht, dass es in irgendeiner Weise sinnvoll ist, aber okay. Wahrscheinlich kostet es wieder Mana, weil Bullshit. Weil warum sollte man mal irgendeine Fähigkeit bekommen, die for free ist? Wo liegt ihr denn rum, Nadinchen? Bin ich schon dran vorbei? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich kommt die erst noch. Oh my freaking God. Nee, hab ich Lust auf dich. Nee, hab ich nicht. Haha. Was halt so.
bis meine Ausdauer weg ist und dann gehe ich wieder. Tschüss. Wo der Wolf rumgehüpft ist. Nur ein Strike bzw. Bann. Na toll. Geil. Nur ein Strike, weißt du, das tötet dich doch sowieso schon. Das ist sowieso schon alles vorbei. Weil dein Kanal nicht mehr funktioniert. Habe ich die Fackel eventuell aufgehoben und hab's noch nicht gemerkt? Anhängerfackel, ja, ich hab sie, Nadinchen. Dankeschön. Achso, ich sollte vielleicht mal vorlesen, ich Idiot, ne? Eine angriffstaugliche Fackel der Anhänger Pharons macht Licht und ist auch als Waffe einsetzbar. Nee, das ist sie gar nicht. Bestimmte Formen des Abgrunds manifestieren sich im Körper des als Eiter, der früher mit Feuer ausgebrannt wurde. Ja, was auch ziemlich idiotisch ist. Spucke eine brennbare Flüssigkeit über die Fackel, um vor dir Feuer... Doch, ist es. Feuer spucken. Doch, das ist die Fackel. Okay, cool. Also sind das hier Anhänger Pharons? Makes sense, I guess. Ja, Überrest? Ich hab doch gerade geplündert. Achso, das waren die anderen Überreste. Stoßsteinhammer. Okay, cool. Wie sie es handhaben, ist dennoch Banane. Mittlerweile darf man, glaube ich, bis November streamen. Also in-game November. Ja, darf man. Bei Persona. Ganz ehrlich, das sind wieder zu strikte Sachen. Da muss man halt auch unterscheiden, ne? So, was ist jetzt zu viel und was ist zu wenig? Aber ich finde, die haben ja ihr Recht da drauf. Oh, toll. So ein bisschen zu regulieren, haben sie ja schon das Recht drauf. Und ich finde, das sollten sie auch nutzen. Komm schon. Oh nein, 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 ich will nicht mit dem im Nahkampf sein. Nein, 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 Freunde. Aua. Ja, mehrfach Schaden, ist auch geil. Jetzt könnte mich nämlich one-hitten, die Sau. Ja, und das ist nämlich auch geil, weil dieser Schrei, der staggert mich direkt tot. Komm schon. Oh, er ist tot. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Wieder nur eine große Titanitscherbe. Toll. Hey, Unfug. Schön, dass du reinschaust. Oh, by the way, Garyland, als Tipp rüste dir gleich mal eine Fackel aus. Du weißt schon... Oh, nein. Nein, wieso wieder so eine Fackelscheiße? Aber ich kann mir keine ausrüsten. Ich habe zu wenig Traglast, glaube ich, übrig. Ja, ich wusste es. Ich hätte nicht dingsen sollen. Nein, 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 du Idiot! Warum bin ich da... Oh, ich hasse diese kurze Reichweite, ey. Dafür könnte ich jeden aus dem Team von From Software einfach schlagen, ganz ehrlich. Jeden. Wenn er nur ein scheiß Praktikant ist, der einen Kaffee gebracht hat, der hat's auch verdient, weil er nicht gesagt hat, Leute, ihr seid Idioten, wenn ihr so einen Kack macht. Ja, kannst du vergessen, mein Freund. Nicht nochmal mit euch. Euch habe ich das letzte Mal im Nahkampf versucht. Weil das kann doch nicht sein, ey. Jetzt komme ich wieder da runter. Toll. Ich kann es aber irgendwo auch verstehen. Persona ist ein One-Playthrough-Game. Ich dachte, man bräuchte mehrere wegen so vielen Endings. Hatte Melli gesagt. Ach, stimmt ja. Mit Fackel ging das weg und ich blutete einfach vor mich hin. John, nice. Ah, sehr schön, da freue ich mich drauf, wenn ich den Part gucke. Ach, hier geht's jetzt runter. Aber die Frage ist, will ich da runter? Ich meine, ich habe keinen anderen Weg, ne? Oh, da ist so ein Typ mit so einem großen Hammer. Warum nur große Titanitscherben? Ach komm, gib mir doch mal ein paar Brocken. Das wäre so schön. Ach, hier habe ich den Shortcut freigeschaltet, okay. Und da hat sich einer in den Tod gestürzt, ist auch cool. Aber Leute, gebt mir doch mal was Ordentliches. Gebt mir doch mal ein paar Bröckchen. Ihr bringt mich schon oft genug hier zum Bröckchen lachen, dann gebt mir doch mal auch eins wieder. Trotzdem übertrieben, ich meine, bei anderen LPs sieht man auch alle Endings, Secrets etc. Ja. Und ja, ich finde es ja auch nicht so schlecht. Es ist halt doof für den Streamer und Let's Player, wenn man halt so stark das alles limitiert, aber... Ich meine, sie haben ja wirklich ein Recht drauf. Aber vielleicht sollte man auch einfach ein paar Dinge einbauen, die mehrere Playthroughs sinnvoll machen. Hm.
Wäre auch eine Möglichkeit, dagegen anzugehen. Just saying. Weil aufhalten können sie die trotzdem nicht. Der macht ja einfach einen neuen Account. Fertig. Spielt eigentlich Persona nur einmal? Ein wirkliches NG Plus gibt's auch nicht. Aber dennoch ist das zu krank. Ja, aber gerade, da ist doch... Schmelly hat mir das mal erzählt. Da ist doch so, dass die Zeiten dafür sorgen, dass du bestimmte Dinge gar nicht machen kannst und sowas. Und dass du generell schon mehrere Playthroughs brauchst. Weil du die Hälfte der Sachen, die du machen könntest, gar nicht machen kannst. Weil du es verkackst. Was machst du da, mein Freund? Oh Gott, sag mir nicht, dass du hier hochkommen kannst. Ich mach dich auf die Feige, kannst du vergessen. Oh, was? Da ist ein Durchgang? Wetten, der kann hier hochschlagen. Ach, da ist ja ein Durchgang. Ja, das ist ja gut zu wissen. Da kann ich ja doch da runter. Ach, komm schon. Warum bist du so ein Arsch? Sei nicht so feige, hoff dich auch zu verstecken. Feigling, Feigling. Ja, ich bin auch ein Feigling, I know. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Hast du nochmal schön Schaden besorgt? Guck mal, Dark Souls 1 könnte ich ihn locker anvisieren. Das wäre so wunderschön, ne? Hier, nö. Nö, 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 nö. Just nö. God, I hate this. Oh ja, auch noch so einer. Scheiße, hätte ich den mal früher gesehen, weil den... Der wird gefährlich jetzt. Der wird richtig gefährlich und den will ich nicht machen. Theoretisch, wenn sie es jetzt eingebaut haben, kannst du es wohl wirklich erst im zweiten Durchgang schaffen, alle Beziehungen zu maximieren, was dann wie in Persona 3 zu einem anderen Ende führen könnte. Wow, toll. Gar nicht mein Game, Leute, gar nicht meins. Ah, hier komme ich hier hin, okay. Oh. Ups, komme ich nicht mehr zurück. Aber das ist gut, denn jetzt komme ich nämlich wieder dorthin, wo ich eben war. Aber so undurchsichtig ist das Gebiet doch gar nicht, John. So undurchsichtig ist es doch nicht. Oh, guck mal, das ist ja eine Höhle. Warum habe ich die eben nicht gesehen, Leute? Mensch, hier ist ja eine Höhle. Höhle. Oh Gott, sag mir, ob das hier ein Boss ist, bitte. Oh Leute, das hier ist ein Boss, oder? Doch. Was doch? Ich verstehe ja so eine Limitierung bei einem Visual Novel, aber bei Persona 5 hat man so viel mehr zu tun als in einem Visual Novel, ja, maybe. Ja, gehe ich doch erstmal da unten lang. Kein Boss, sagte Shiro, okay, aber ich gehe trotzdem erstmal unten lang und versuche die Typen da noch wegzunatzen und zu gucken, was da unten im Gebiet ist. Weil. Baum. Ach, da unten liegt noch was. Ja, das, was da liegt, ne, ich kann da jetzt nächstes Mal abkürzen, direkt in die Höhle gehen. Ich habe jetzt freigeschaltet, den ganzen Kroms. Och, kommt doch mal her. Ich will euch umnatzen, ohne mit euch spielen zu müssen, richtig. Und ja, ich habe Magier genommen, damit ich mit den Pennern nämlich nicht spielen muss. Ich finde den Wald ultra verwirrend. Ach so, das meintest du, John, okay. Oh, hier geht's ja gar nicht weiter. Das Ding. Trotzdem muss ich auch in P5 nicht alle Bosse und Secret-Bosse kennen, 3 Wochen bevor das Spiel raus ist. Ja, das stimmt. Ja, jeder hat da so seine Meinung, hä? Und seine Berechtigung. Ich will jetzt noch einen Part machen, Leute, auf jeden Fall. Ich will noch zu dem Boss kommen und den mit Nadinchen umhauen. Ist das übrigens schon der letzte Boss, Nadinchen? Du hast gesagt, es gibt nur 2, ne? Hattest du das nicht mal gesagt? Dann wäre das ja echt der letzte Boss. Dann hätten wir den DLC ja durchgespielt. Das wäre sogar noch geiler. So am schönen Samstag einfach mal so bam, 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 den DLC durchklatschen. Hätte schon was. Ey, ich will nicht gegen die so kämpfen. Komm schon, lass sie mich anvisieren. Oh.
Das ist so bescheuert. Man kann da so schlecht so zielen, ey. Ich würde hinkommen. Der DLC ist recht kurz, wenn man so drüber nachdenkt. Oh, hallo Onigam! Willkommen, willkommen, willkommen. Ey, ich will die nicht so bekämpfen, Leute. Das kann doch nicht angehen. Das Gebiet unten kann ich mir noch angucken. Danach wird's blind für mich. Oh, okay, John. Dann hoffe ich mal, dass ich nicht zu schnell bin. Nur ein bisschen gucken kannst. Oh, komm schon. Triff den Penner. Ey, sag mal, triff ihn jetzt. Nein! Es ist so bescheuert. Komm schon. Ich mach dich auf die Feige. Komm schon. Ich lock dich an und dann läufst du hier rum, ganz nah bei mir und dann... Boah, ich hasse dieses Spiel. Oh, wann kriege ich endlich einen Zielmodus? Wie beim scheiß Bogen, der so overpowered ist damit. Weißt du was? Mir egal. Ich geh jetzt da hoch. Oder? Ich will die aber machen. Ich will die kaputt haben. Gary! Fernglas. Ja, aber Fernglas ist scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt hab. Ich hab's, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich hasse das Fernglas. Das ist so doof. Ich will einen ordentlichen Zielmodus wie ein verdammter Bogen. Warum geben die mir keinen? Weil Fernglas war hier, ne? Und probieren wir es halt. Weil whatevs. Machen wir halt die John-Methode. John McCloud approved. Das war nicht das Fernglas. Hier nehme ich das Fernglas. Dankeschön. Hä? Ja, es geht nicht mehr. Haha. Nutzt du keinen Bogen? Nö, eigentlich nicht so. Bogen macht bei mir keinen Schaden. Ich habe keinen Dex. Das Fernglas ist total unsinnig. Ganz gerade vergessen den Shit. Ich habe einen Bogen, aber ich nutze ihn eigentlich nicht wirklich. Irgendwo habe ich einen Bogen mal gehabt. Den ich sogar verwenden konnte, glaube ich. Oder habe ich mir es weggeskillt, dass ich ihn nicht mehr verwenden kann? Das wäre natürlich geil. Nö, ich habe keinen Bogen. Nope. Nope. Ich habe eine Armbrust, die ich verwenden kann, aber ich kann keinen Bogen mehr verwenden. Ich habe zu wenig Decks. Ja, ich brauche 14 Decks für den normalen Langbogen plus 1. Das war mein Bogen, der plus 1er, glaube ich. Ich weiß, dass du einen nutzt, John, aber du hast auch andere Stats als ich. Beziehungsweise du kannst ja schon das Schwert nutzen, damit hast du genug Decks für den Bogen. Ich habe leider umgeskillt und damit sehr viel mehr auf Wert auf Intelligenz gelegt, um die 50 zu erreichen. Hast gesehen, was bringt, ne? Nicht bringt es, nicht. So, weißt du was, jetzt reicht's mir, jetzt hack ich die so um. Soll ich mich von Gary beschwören lassen und den Bogen auspacken? Bringt doch gar nichts, so ein Quatsch. Außerdem beschwöre ich gleich Nadinchen zum Boss und dann machen wir den Boss kaputt und dann beende ich. So, go, go, go. Hoffentlich sterbe ich jetzt diesmal wieder nicht. Okay, noch sind sie nicht beide auf meinem Sack. Oh Gott, was kommt da? Ah! Was zur Hölle? Was war das denn? Was soll das? Was ist das für eine Scheiße, Leute? Wollen die mich hier verarschen? Was ist das? Irgendwas dafür sorgen soll, dass du immer in Bewegung bleibst oder was? Wetten, das macht den Gegner wieder nichts? Ach, du bist das, du Ratte. Oh Gott, du bist hier noch mit der riesigen Kampfaxt. Nee, das wollte ich nicht unbedingt haben. Oh Gott. Immerhin habe ich hier ein bisschen Kampfareal. Oh, und jetzt kommen auch noch beide. Och, ihr seid so doofe Wikinger-Penner, ey. Ich meine, ich mag Wikinger, aber... Aber nicht die hier! Mit ihrem scheiß Stunlock-Kack. Und diesen ultra-mega-arschigen Angriffen, so wie dem da. Ich hasse diesen Angriff.
Ach ja, der kann das sogar machen, ohne dass er dabei stehen bleiben muss. Das ist ja toll. Das ist ja echt wunderschön. Ich hasse diesen Angriff, diesen einen, ne? Ja, guck mal, es macht dem anderen... Es macht seinem Freund nichts. Warum soll es auch seinem Freund was machen? Oh Gott. Ach ja, und jetzt hat er wieder ein Schild oben. Geil. Oh Gott. Ja, mehrfach. Ja, mach den doch mehrfach, du Arsch. Du Drecksau, ey. Was soll denn das? Guck mal, wie der den dauerhaft machen kann, der Penner. Was ist das denn für ein Assi, ey? Was bist du denn für eine Arschratte? Sorry für die Ausdrücke, aber es ist ja widerlich hier. Stirb jetzt endlich. So, tot. Okay. Oh, ey, es reicht langsam, ne, mit den Typen hier. Oh Gott, wie viele dann noch? Guck mal, wie oft er das machen kann, ey. Der kann 3, 4 gleichzeitig machen. Die Axt kann ich gleich aufsammeln, ja schön. Und dann kann ich den Scheiß auch machen, der mir überhaupt nichts bringt, weil NPCs niemals da reinlaufen oder wahrscheinlich sogar immun da. Au! Ja, geil. Was war das denn, ey? Alter. Ich mach den mit Magie, ey. Könnt ihr mir nicht verlangen von mir, dass ich den so machen soll. Guck mal, wie weit das geht. Und so plötzlich geht das einfach immer so weit, ne? Okay, jetzt stirb. Boah, ey. Riecht mich das up. Wie mich das up riecht. Große Janitscherbe. Wo ist die Axt? Ich will die Axt haben. Einfach, weil ich sie haben will. Große Seele, sehr gut. Wie ich jetzt kurz verwirrt war und dachte, es wurde nur meine halbe Nachricht weggeschickt. So, okay. Bis nachher, Nara. Bye, bye. Oh, hey, Neo. Hallo. Hab ich doch gepostet, Neo. Ich hab's doch im Discord extra gepostet. Okay, hier unten geht's jetzt runter. Das Gebiet kennt John ja noch, immerhin. Ah, da ist wahrscheinlich jetzt die Axt. Hier ist irgendein Lichtschein. Okay, cool. Hey, mein Freund. Erdensucher. Wow. Ja, Mr. Wikinger-Freund, Ihre Axt ist jetzt mein. Hahaha. Erst wolltet ihr mich damit töten und jetzt? Jetzt ist sie mein. So, Leute, ich mache einen kleinen Cut. Bis später. Bye, bye.